Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossout. Ich bin jetzt mittlerweile schon fast Level 15. Dieses Wochenende gibt es 50% mehr Reputation für Aktivitäten. Das war mir gestern erst gar nicht aufgefallen. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich habe nämlich Mist gebaut. Ich habe hier leider den Wildfremd-Raider überschrieben mit dem Wildfremd-PvP. Also wollte ich mir das in der Galerie wieder quasi, ja, runterladen bzw. zusammenbauen. Jetzt steht hier aber immer, Bauteile werden durch ihre Pendants ersetzt und verfügbare alternative Teilversionen. Aber ich verstehe das gerade nicht. Hier steht, benötigte Bauteile, die habe ich doch. Die habe ich und die Sachen hier oben habe ich doch auch. Deswegen verstehe ich nicht, warum er das nicht zusammenbaut. Da stehe ich gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Mal gucken, bis morgen werde ich das bestimmt rausgefunden haben. Wenn das einer weiß, könnt ihr mir ja mal einen Kommentar da lassen. Ich habe da bestimmt irgendwie was übersehen, kann gut sein. Wir machen auf jeden Fall nochmal hier so ein paar PvP-Missionen. Das passt auch ganz gut. Ich habe jetzt eh nicht so viel Zeit derzeit. Genau, das war hier dann mit, ich würde gerne mal kurz gucken hier. Drähte waren das, genau. Drähte bekommt man höher. Dafür brauche ich dann aber schon 4000 PS. Wir arbeiten mal ein bisschen mit den Schrotflinten weiter. Und ich habe jetzt auch wieder die Fraktion gewechselt, dass ich dann... Ja gut, brauche ich eigentlich nicht. Also diese Maschinengewehre, die ich da hatte, bei den Nomads, die konnte man sich ja schon, glaube ich, direkt holen. Ich weiß es gar nicht, welche Stufe man dafür gebraucht hat. Ich glaube, das müsste von Anfang an möglich gewesen sein. Das ist, glaube ich, bei den Schrotflinten auch so. Und dann muss ich mir echt mal überlegen, wie ich dann weiter verfahre. Mal gucken. Ich könnte jetzt auch schon, ich habe mal geguckt in der Galerie, ich könnte mir schon von dem einen oder anderen Spieler auch schon so ein Auto zusammenbauen. Werde ich vielleicht auch mal machen. Wobei, gut, das macht jetzt, glaube ich, an der Stelle eigentlich noch nicht so viel Sinn. Einfach aus dem Grund, ja gut, die sehen dann halt anders aus, haben vielleicht ein bisschen bessere Rüstung, aber ich habe dann ja auch immer dieselben Waffen. Von daher, ja, ob das jetzt so spannend ist, ich glaube ja nicht. Gut, ich fahre jetzt mal hier, ja, das ist eine blöde Idee, das ist echt eine blöde Idee, vor allen Dingen, weil ich ganz allein auf der rechten Seite da gewesen wäre, da hinten steht schon einer. Dann sollten wir doch vielleicht mal lieber hier links rumschauen. Die können sich gerade auch alle nicht so richtig entscheiden. So, dich nehme ich mal aufs Korn. Du müsstest jetzt eigentlich... leichtes Opfer sein. Du hältst aber auch eine Menge aus. So, dich hätten wir erledigt. Sieht doch schon mal ganz gut aus für den Anfang. Der hat mir leider vorne meine Schrotflinte zerdöselt. Jetzt habe ich gerade nur noch zwei. Also sollte ich vielleicht mal gucken, dass ich hier den einen oder anderen mal unterstütze. Du hast halt auch nichts mehr, oder? So, die habe ich auch die Waffe abgeschossen. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen hier, ich werde ein bisschen gucken, dass wir hier, wobei, du hast da doch noch was. Und so eine olle Drohne. Ich guck mal. Ja, das hat nicht gereicht, schade. Ich wollte mich noch sprengen. Ich hatte früher mal eine Runde, da stand ich irgendwie in vier roten Gegnern drin. Da gab es richtig Punkte, als ich mich da selbst gesprengt habe. Gut, es sind noch drei. Das ist auch eine interessante Bauweise. So, diese Klingen da außen. Sieht auch interessant. Ja, sieht auch ganz nett aus. Der hat hier auch eine sehr interessante Farbwahl getroffen. Mit so einer blauen Kabine und der Rest grün. Mein Gott, das sieht irgendwie schon ein bisschen hässlich aus. Wo der letzte abgeblieben ist. Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall gewonnen.
Gut, das war doch schon mal ganz okay. Wobei, ja, also wenn ich mal nicht Erster werde, werde ich auf jeden Fall Zweiter. Ich hatte, glaube ich, das eine Mal, wo ich mich da gesprengt habe, dann auch so um die 1400 Punkte dürften das schon gewesen sein. Ja, normal sind das immer so um die, wenn es halbwegs vernünftig läuft, sind es eigentlich mal so um die 1000. Wobei, allzu genau achte ich da jetzt auch nicht drauf. Ich bin ja mehr der Teamspieler. Hauptsache, wir gewinnen. Auch wenn ich mich dann quasi vielleicht dafür opfern muss. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall wieder ein, na, schon ein paar Bots. Und ja, natürlich, wenn man Bots im Team hat und im Gegnerteam, dann sollte man die erst nach Möglichkeit vielleicht erstmal ignorieren und sich auf die menschlichen Gegner konzentrieren. Weil die sind dann halt letztendlich die größere Gefahr. Ich verstehe das nicht, warum die immer alle hier durch die Mitte fahren müssen. Das ist jetzt aber auch schon wieder so die Sache. Ich will jetzt hier gar nicht allein außenrum fahren, das wollte ich sagen. Genau. So, du bist Geschichte. Ist auch Geschichte. So. Komm schon. Was ist mit den anderen hier? Du hast Raketenwerfer da oder sowas. Da war es noch einer und das war sogar ein Bot. Haben wir hier noch Räder verloren, aber ja, das ist halt auch der Vorteil, wenn man dann sechs Räder hat. Da kann man ruhig schon mal ein oder zwei Räder verlieren und kann trotzdem immer noch ein bisschen durch die Gegend brausen. So, da habe ich jetzt einfach nur noch drauf gehalten. Wunderbar. Dürfte jetzt auch nicht mal allzu lange dauern, dann kann ich mir schon die erst bessere Schrotflinte bauen. Aber ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die brauchen auch einen Energiepunkt mehr, auf jeden Fall. Die Frage ist, passt das dann? Da muss ich mal gucken, wie das dann mit dem ja, mit der Energieverteilung ausschaut. Wobei, das wird ja dann vielleicht eigentlich doch schon eine ganz. Ja, mal gucken. Also die da vorne vorsitzt, die ist gar nicht, auch gar nicht mal so schlecht, weil die hält, hat ein bisschen mehr Struktur. Und bisher haben halt Gegner auch immer versucht, mir die als erstes wegzuknallen. Die schützt mich auch so ein bisschen. So, was haben wir da? Noch gar kein Gegner, okay. Und das sieht nicht gut aus. Du bist ein Computergegner. Du nicht. Ja, okay. Wo war denn jetzt. Wo waren denn jetzt meine Leute? Das lief jetzt ja mal gar nicht. Der hat hier sogar direkt zwei Kanonen drauf. Gut, und eine MG, ganz ehrlich, ich weiß nicht, das. Das ist, glaube ich, auch noch so ein. Ja, so ein ganz. So ein graues MG, von daher, ich weiß nicht. Also, ja, gut. Ist halt die Frage, ob man da noch was anderes drauf bauen könnte, was sinnvoller ist als das Teil, aber. Generell wird das wohl nicht allzu viel Schaden machen. Wir konnten gar keinen erledigen. Ja, das war ja jetzt absolut eine traumhafte Runde. So, du platzt gleich, du platzt auch.
Dann vergessen wir das mal ganz schnell. Das war ja mal total der Griff ins Klo. Wie sieht das denn hier aus? Statistik? Ja, okay. 123 Punkte. Also das war bisher, glaube ich, das schlechteste Gefecht, was ich jemals hatte. Wie gut, dass ich das aufgenommen habe. Und ja, ich muss mich echt mal jetzt irgendwie nächste Woche, übernächste Woche mal ein bisschen... Ich guck mal, dass ich mich hinsetze und doch die Nerven dazu habe, mich ein bisschen mit dem Bauen auseinanderzusetzen, mal abgesehen von irgendwelche Teile einzeln irgendwo zu ersetzen oder dran zu setzen, sondern mal was von Grund auf zu bauen. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Vor allen Dingen dadurch, dass ich jetzt in der Galerie schon das... Gibt es schon ein paar Fahrzeuge, die ich mir zusammenbauen kann? Werde ich mal machen, dass ich dann vielleicht so ein bisschen anpasse mit den Waffen, die ich dann habe, die dann da mit dran setze. Und ja, dann einfach mal gucke. Dann sehen wir auch mal andere Fahrzeuge. Auch wenn es die fast dieselben Waffen sind. Oder sind dieselben Waffen. Aber momentan habe ich halt außer Schrotflinten und diesen Maschinengewehren halt nichts. Was mich ja auch noch sehr interessieren würde, wären halt diese Bohrer. So diese Nahkampfwaffen. Was machst du denn da? Der fährt mir da einfach rein. Das ist... Ja, es ist ein Bot. Die wollen es hier schon wieder echt wissen. Verdammt! Das wird wohl nicht mehr reichen. Oder? Ja, ich habe noch mal ein bisschen Schaden gemacht. Der ist fast... Den hat es fast zerrissen. Aber momentan läuft es ja nicht so gut. Ja, vielleicht sollte ich da auch nicht direkt immer in der Mitte reinfahren. Aber es ist halt auch so mein Team. Gut, es sind halt auch Bots dabei. Aber generell fahren ja fast alle immer durch die Mitte. Und ich will halt eigentlich nicht außen allein rumfahren. Wobei, bisher hat das eigentlich immer gut funktioniert. Aber ja, wenn ich da mal raus rumfahre und da kommen mir mal drei entgegen, dann ist das halt auch sehr schnell vorbei. Aber gut, so ist es jetzt auch schnell vorbei. Von daher dürfte das auch keinen großen Unterschied machen. Aber auf jeden Fall gewinnen wir das hier. Das Ding sieht echt nett aus. Okay, das kann jetzt hier auch an einer Lackierung liegen, dieser Militärlook. Da ist doch nur noch einer. Was hast du da? Raketenwerfer. Werde ich mir bei Zeiten auf jeden Fall... Also ich werde mir mit Sicherheit alle Waffen mal anschauen, an die man halbwegs leicht rankommt. Um die dann auch mal zu zeigen. Und vielleicht später kann ich dann auch mal... Ja gut, mit dieser Kabine werde ich halt noch eine ganze Zeit spielen. Und 11 Energie sind jetzt auch nicht so viel, um vielleicht... Ja, ich würde mal drauf tippen, lohnt sich nicht, zwei unterschiedliche Waffensysteme zu nehmen, weil wenn man nur 11 Energie insgesamt hat. Wie ich ja vorhin schon sagte, da mit diesem einen grauen MG da noch mit drauf. Ja, kann man machen, aber ich weiß nicht. Gut, wenn man natürlich sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft hat, dann ist das durchaus eine Option. Aber wenn ich vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht würde ich sogar eher nochmal... Ja gut, Wagenheber ist halt so eine Sache, ne? Normalerweise sollte man ja davon ausgehen, dass einem die Teamkollegen helfen. In der Theorie. Aber in der Praxis habe ich da jahrelange Erfahrung, wie das so... Das sind da auch alles irgendwie keine Teamspiele. Das sind alles Spiele für Egoisten. Ganz vorne mit dabei, World of Tanks. Ich versuche das jetzt hier nochmal über links aus und vor allen Dingen über links, weil da sind ein paar mehr Felsen, wo
wo man mich nicht so leicht sieht. Ich glaube, auf der rechten Seite ist ein bisschen mehr offene Fläche. Gut, da hat sich schon direkt einer zerstört. Warum auch immer. Da ist schon einer umgekippt. Und wenn wir schon hier sind... Ja, das war natürlich jetzt super. Ich wollte dem helfen, aber das war keine gute Idee. Das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Ja, da war ich auch ein bisschen... Das war jetzt ein Fehler, aber du bist sowieso nur ein Bot. Aber gut, wenn ich den mitnehmen kann, dann mache ich das doch. Die Parken passen auch alle nicht auf, wo sie hinfahren. Alles Geier sind das. Wo gucken die denn jetzt rum? Also... Abschusshilfe, okay. Ja, damit habe ich jetzt schon gerechnet. Deswegen wollte ich eigentlich zurückfahren. Ich habe nochmal kurz auf die Karte geguckt, ob ich da irgendwen sehe, irgendwo. Gut, dich haben wir erledigt. Das war's dann auch. Ich bleibe jetzt hier einfach stehen, ganz ehrlich. Ah, gut. War's dann auch schon. Alles klar. Das war mal wieder ein paar fixe PvP-Matches. Und ich würde sagen, ich brauche noch einen Tagesauftrag. Ich mache gleich vielleicht noch mal einen Raid. Vielleicht auch mit der vielleicht mit diesem Wagen hier. Mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.